Die neue Anti-Aging-Ärztin ist noch ziemlich jung. Gescheit und hübsch. Aus ihren Arztsandalen gucken nackte Füßchen mit knallroten Fußnägelchen hervor. Sie macht mir gute Laune. Bei der Anmeldung habe ich gelogen und mich auf dem Fragebogen 10 Jahre jünger gemacht. Ich gestehe ihr das beim zweiten Besuch, weil ich so nette Leute nicht anlügen möchte. Sie lacht laut. Hätte ich niemals gemerkt, sagt sie. Wieso tun Sie das? Na, ich erkläre ihr, dass in Zahlen Magie wohne und ich nicht wolle, dass man mich allein wegen eines Geburtsdatums behandle wie eine alte Frau oder Seniorin. Dann fühle ich mich schlecht. Und du bist so alt, wie du dich fühlst. Man wird nach 60 nicht mehr für ernst genommen. Man wird behandelt wie tendenziell geistesschwach, außerhalb jeder Relevanz. Ich erzähle ja auch von Karl Lagerfeld und was der gesagt hatte auf die Altersfragen. Der hatte nämlich gesagt, ich habe es vergessen. In meinem Hause werden keine Geburtstage gefeiert. Niemand hätte ihn jemals Senior genannt, den schicken alten Typen mit seinen Lederhandschuhen, dem Stehkrägen und dem weißen Pferdeschwanz. Die hübsche, gescheite Frau Doktor lässt das Akademische fallen und lacht aus vollem Hals. Und sie sagt, sie will es mir nachmachen.